Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute mal zu einem auch Griefer Games Video eigentlich, Leute. Und zwar sind wir heute mal bei eBay drin und zwar gucken wir uns heute mal bei eBay einfach an, was so die Leute für Echtgeld verkaufen und gucken mal, ob der Preis wirklich stimmt. Man kann so grob sagen, Leute, so 100.000 Dollar kosten so 10 bis 12 Euro, kommt je nach an, wo man kauft. Wo ich das weiß, Leute, generell kann man das eigentlich so vergleichen, oder wenn man halt Leute kennt, ja, dann, die auch sowas mal verkauft haben, dann ist das halt, kennt man sich damit schon ein bisschen aus, würde ich sagen. Ansonsten, ihr könnt gerne mal reinschreiben, wenn ich irgendwie falsch liege nach eurer Meinung, was nach eurer Meinung 100.000 Dollar kosten. Dann würde ich sagen, gucken wir auch mal, was da so Dinge kosten. Und generell muss man sagen, diese Dinge werden ja auch tatsächlich gekauft, sonst würden es ja die Leute nicht anbieten. Zum Beispiel hier, was haben wir denn jetzt hier? Ein Spawner für 12,39 Euro. Kein. Ach, da steht sogar noch in Klammern gar kein Bann. Verkauft, ach, letzter Artikel. Also in Klammern, das finde ich schon wieder gut, die Überschrift. Also wenn man für Echtgeld ein Ingame-Item kauft, steht ja nicht eindeutig in den AGBs drin, dass das Echtgeldhandel ist und dass man dafür nicht, dass man dafür gebannt werden kann. Ja, hier, klar. Dafür kann man gebannt werden, Digga. Das ist sogar einer der häufigsten. Das ist sogar ein Bankgrund, ein Perma-Bankgrund oder ein Bankgrund für 365 Tage für ein Jahr. Digga, absoluter Schlaumer, wie immer. So, hier haben wir jetzt 30 Euro für 500.000 Ingame-Dollar. Da steht schnell in der Riefung, da können wir ja mal draufklicken. Fünfmal verfügbar, Junge. Der Typ muss ja ordentlich Cash haben. Aber man muss sagen, das ist eigentlich schon recht günstig. Generell würde ich sagen, erfarmt euch lieber die Sachen, anstatt dass ihr hier jetzt irgendwie 30 Euro reinbuttert und der Typ euch den abzieht. Weil wenn das ihr nämlich mit PayPal bezahlt, dann Zahlung mit PayPal und mit, was ist das, keine Ahnung. Bei PayPal kann man es ja zurückziehen, das Geld. So oder so, weil man vielleicht nichts für sein Produkt oder weil man nichts erhalten hat. Aber generell, wenn ihr das Geld ausgegeben habt, seid ihr am Arsch. Da könnt ihr das Geld, da kann man, glaube ich, das Geld zwar zurückziehen, aber dann kriegt ihr das nur zurück, wenn er auch noch was auf seinem Konto hat. So, dann gucken wir mal weiter. Ja, das meiste, was hier verkauft wird, sind eigentlich Spawner Beacons. Also ein Stack Beacons. Für 7,90 Euro, Digga. Das sind umgerechnet so 79.000 Griefer Games Dollar, ein Stack Beacon kostet normalerweise 70.000 Dollar, also so 7 Euro. Digga, das ist eigentlich schon wieder viel zu viel. 32 Endportal-Rampen, 34.000. Das ist, also das muss man sagen. In Klammern, hier steht auch wieder kein Bann. Und hier, Leute, hier oben stehen die Discord-Namen. Also, hier oben stehen von den Leuten die Discord-Namen, Digga. Muss ich los. Ist ja nicht so, dass man jetzt sich einfach mal, ich sag mal, jetzt den anschreiben könnte, ob ich nicht Interesse habe. Und dann, also dann könnte ich ja vielleicht vom Griefer Games Team sein. Kannst du mir vielleicht mal deinen Ingame-Namen sagen? Also ich denke mal, das wird höchstwahrscheinlich alles auf irgendwelchen Zweitaccounts gelagert sein, die mit immer noch verschiedenen VPN draufkommen. Naja, auch egal. Aber man muss sagen, 32 Endportal-Rahmen für den Preis ist recht günstig, weil wenn man das mal so hochrechnet, ein Endportal-Rahmen kostet so, ich sag mal, 15.000, wenn man ihn günstig kauft. So, dann sind ja allein, wenn man nur einen für 10.000 im Prinzip kauft, dann sind das ja nicht mal 11.000, was man hier pro Endportal-Rahmen bezahlt, was eigentlich schon recht günstig ist. Eigentlich könnte man die locker, die 500, diese 32 Endportal-Rahmen locker für 500.000 verkaufen. Also keine Ahnung, warum das da jetzt auf einmal so günstig ist. So, wir gehen jetzt mal weiter durch. Wir überspringen jetzt mal die ganzen Bienen. Vielleicht finden wir ja nochmal was Interessantes. Oh, Nature Sapling. Okay. Mhm. Aber hier steht auch immer, man muss sagen, das ist gar nicht, die Leute, die das machen, haben das eigentlich professionell gemacht, muss man sagen. Die haben mit, hingeschrieben, also, um die Leute zu versichern, kein Bann, schnelle Lieferung, garantiert und sowas. Und die haben das auch mit einem, ja, ich sag mal, halbwegs guten Design gemacht. Und was ich schon wieder nicht so seriös finde, dass hier direkt irgendein Discord-Account wieder steht. So, wir gucken mal weiter, ob wir vielleicht noch ein Item finden, was recht selten ist. Hier wird auch von richtigen Spielern was verkauft, wie ihr sehen könnt. Hier wird zum Beispiel eine Mio von einem Spieler verkauft.
für 74 Euro. Ist recht günstig, muss man sagen. Normalerweise bezahlt man dafür zwischen, ich sag mal, 100, 120 Euro. Aber generell kauft sowas lieber nicht, er spielt es lieber selber, weil im Endeffekt können euch diese Leute über den Tisch ziehen oder ihr werdet gebannt, wenn ihr das kauft. Weil vielleicht irgendein Teammitglied so ein zweiter Account auf die Schliche gekommen ist, seinen Pay-Verlauf durchgeguckt hat und dann seid ihr dabei, gucken, der hat auf einmal, der hat ja Items von dem bekommen. Ach ja, guck doch mal. Okay, und hier sind die K-Diamonds, Digga, eigentlich viel zu teuer für 3 Euro, muss man sagen. Das würde im Wert von 29.900 Dollar ungefähr auf Kiefer Games entsprechen, Digga. Spawner, nee, wir gucken auf ein paar weitere Webseiten. Aber es sind auch meist so dieselben Anbieter, ja. Hashtag Ende, Kiefer Games 100 Euro für 3 Millionen. Sicher und schnell. 100 Euro für 3 Millionen, das ist ganz schön günstig, muss man sagen. Also ich glaube, ach so, das sind nur Gebote. Das sind Gebote. Digga, der macht das einfach wie bei einer Versteigerung, muss los. Hier verkauft sogar jemand seinen Account. Können wir uns ja mal angucken. Supreme Account für 150 Euro, ein guter Rang. Hat früher mal so viel gekostet, aber mittlerweile kostet der nicht mehr so viel. So, gehen wir mal wieder zurück. Kiefer Games 100k Money 12 Euro. Ja, das meine ich halt. Sowas ist halt schon recht teuer wieder. Sowas ist dann halt schon wieder ein bisschen zu günstig nach meiner Meinung. Eigentlich rechnet man normalerweise so mit 10 Euro. Okay, wie ihr jetzt auch ungefähr sehen könnt. Hallo? Kann ich mal wieder jetzt zurück? Ja, wir geben jetzt nochmal Kiefer Games ein, Digga. Ich wollte da gar nicht draufklicken. Wir können von mir aus ruhig meine Cookies speichern, was ich hier durchgucke. Ist mir doch egal. So. Natürlich, Leute, muss ich sagen, ich habe mir das Video mal von Zapter geklaut. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal noch ein Item raus, was hier ein bisschen einmaliger ist. Wird hier vielleicht auch irgendwie so ein Plot verkauft? Hier wird sogar auch Beltrock verkauft. Beltrock sich in letzter Zeit gar nicht mehr zum Verkauf. Ich frage. Oder hier werden auch. Also ich muss sagen, Creeper Eggs würde ich niemals kaufen, weil die wurden so dupliziert, die werden nicht mehr im Wert steigen. So, City Bills eigentlich schon. Digga, muss los, ich bin immer noch sagen, Creeper Games gewinnt. War ja nicht, wir haben hier vielleicht noch irgendwo ein gutes Item. Sieht nicht so aus, ich dachte, ihr wird vielleicht, Digga, ihr verkauft zum Beispiel eine Farbe, das würde einen Warenwert von 42.000 Creeper Games Dollar ungefähr entsprechen. Ja. Was ist, ja, hier zum Beispiel, seltenes Item, ein Weihnachtspräfix, umgerechnet für 2,2 Millionen. Was ich mich jetzt, es müsste eigentlich ein echter Weihnachtspräfix sein, weil es gibt keine Büsche, die sonst so verzaubert sind, ansonsten wäre es ein einmaliges Admin-Item. Aber 220 Euro. Ich weiß, dass Weihnachtspräfixe für 3 bis 4 Millionen gehandelt werden und das hier entspricht einem Kiefer Games Wert von 2,2 Millionen. So. Da finde ich den Dingswert hier schon ein bisschen realistischer. Also, was heißt realistisch? Ich würde niemals einen 350 Euro für so einen Teil bezahlen, Digga. Für ein Präfix in-game. Müsst ihr euch mal überlegen. Also, 350 Euro, das entspricht ungefähr einem Wert von 3,5 Millionen. Also, wie ihr seht, es werden auch einmalige Items wie zum Beispiel ein Halloween-Präfix verkauft. Obwohl ich sagen muss, den finde ich gar nicht so hübsch, genauso wie Weihnachts. Ich feiere einfach noch den standardweißen Präfix. Wenn euch dieses kleine Video zur Duplizierungsszene auf Kiefer Games gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.